Also, heute zu unserer 13. Sitzung. Also, jetzt muss ich erstmal, bevor wir anfangen, wollte ich zwei, kann ich, darf ich zwei, nee, Sie müssen mir immer helfen irgendwie mit den Mikros. Könnten mir zwei Leute kurz helfen? Könnten Sie einmal in den Reihen nach oben gehen und auf jeder Seite mal einmal die Evaluationsbögen verteilen? Das wäre total lieb. Einfach, geben Sie einfach eine Handvoll aus. Ne? Ich evaluiere immer prinzipiell alle meine Veranstaltungen. Das hilft mir sehr, wenn ich von Ihnen was gesagt kriege, was Ihnen gefallen hat und was Sie anders machen würden. Ne? Sie können mir glauben, wenn ich sage, dass natürlich alles, was ich hier mache, dahinter stecken ein paar Gedanken normalerweise, aber das heißt nicht, dass man nichts mehr verbessern kann, logischerweise, in so einer Vorlesung. Ne? Also deswegen geben Sie mir ein bisschen Feedback. Denken Sie dran, wenn Sie... Einige von Ihnen waren ja so nett und haben schon in der Evaluierung zur BRD-Vorlesung auch den einen oder anderen Satz über die IB-Vorlesung reingeschrieben. Das ist zwar nett, aber denke so daran, dass Sie bearbeiten, Sie bewerten hier natürlich nur die Veranstaltung und keine der und nicht das die Tochter, die Schwestervorlesung. Gut, ich lasse Sie das mal ein bisschen ausfüllen und wir können währenddessen ja mal langsam anfangen heute mit unserem Thema, mit mittlerweile unserem letzten Thema, unserem letzten Sachgebiet. Unserem mittlerweile letzten Sachgebiet, nämlich dem Sachgebiet regionaler Integration und Regionalismus. Danke. Also wir befassen uns heute mit einem anderen Phänomen. Okay, Sie müssen leider die Evaluierung leise ausfüllen, sonst kann ich vor mich hinschreien und dann bringt das für uns beide nichts. Ja? Okay, wir befassen uns also heute mit einem weiteren Phänomen, was sich so ein bisschen trendartig weiterverbreitet hat in den letzten 50, 70 Jahren. Ne? Also eines der Kernthemen in den anderen Sachgebieten war ja immer, dass wir gesehen haben, dass da eine Entwicklung auf der internationalen Ebene passiert und dass wir versucht haben, diese Entwicklung nachzuvollziehen und uns zu überlegen, was bedeutet das jetzt für unsere Welt, für die internationale Welt, für das Interagieren von Staaten und Ähnlichem. Und genauso machen wir das heute auch. Es geht also heute um regionale Integration. Wir gucken uns erstmal an, wie das im historischen Überblick überhaupt so aussieht. Wir denken uns ein paar Gründe dafür aus, warum Staaten das überhaupt machen. Warum gibt es überhaupt regionale Integration? Wir greifen uns dann die EU mal raus als einen Spezialfall, bei dem wir uns das ein bisschen genauer angucken, wie hier die Abläufe waren. Und spielen dann ein, zwei Theorien der IB durch und fragen uns, ob die uns eine gute Erklärung dafür liefern können, wie viel regionale Integration passiert und wie sie vor sich geht. Das heißt also, am Ende der Vorlesung heute sollten Sie einen Überblick haben darüber, warum Regionalorganisationen wichtig sind. Sie sollten wissen, wie man den Integrationsgrad denn feststellt. Also woher wissen wir denn zum Beispiel, dass die EU die am weitesten integrierte Regionalorganisation ist? Warum sind wir uns da so sicher? Und wir wollen auch ein bisschen was lernen darüber, ob uns die Theorien etwas sagen über die Arbeitsweise und wie Integration so vor sich geht. Ja? Zuerst einmal, bevor ich jetzt einsteige in das Thema, gibt es gerade noch Fragen zur Evaluierung? Ist Ihnen irgendeine der, ich weiß, Sie füllen das ja dutzende Male aus, jedes Semester, oder einige von Ihnen haben das schon dutzende Male ausgefüllt. Gibt es noch irgendwie Fragen zu einzelnen Items auf Ihrem Bogen? Gut. Also, wir sind uns alle noch bewusst, ne? So lange ist die sogenannte Euro-Krise noch nicht her. Ich muss ja mittlerweile vorsichtig sein. Als ich letztes Jahr die Vorlesung gehalten habe, da habe ich immer so charmant vom 11. September geredet, als hätten das alle auch miterlebt, die hier so im Raum sitzen. Dass das für Sie allerdings natürlich jetzt schon irgendwie 18 Jahre her ist, habe ich dabei so ein bisschen vergessen. Die Euro-Krise glücklicherweise ja noch nicht so lange her. Ne? Also daran erinnern wir uns alle noch. Die große Diskussion, die aus der Euro-Krise kam, war ja eine sehr grundsätzliche darüber, was die Europäische Union kann und soll. Ja? Also ist es eine gute Idee zum Beispiel im Nachgang der Krise der europäischen Währung jetzt darüber nachzudenken, ob nicht auch eine Fiskal- und Haushaltsunion auf EU-Ebene hergestellt werden sollte. Also ist die Lösung dafür, dass die Staaten auf nationaler Ebene ihren Haushalt nicht ordentlich machen können, ist die Lösung dafür, vielleicht das Ganze auf die europäische Ebene zu heben.
ja, und so das Problem dort zu lösen. Also ist die Lösung der Krise der EU vielleicht einfach mehr EU? Ja? Oder sollen wir vielleicht auf der anderen Seite, sollen wir auf so eine Krise reagieren, indem wir es einfach, indem wir es einfacher machen, aus unseren geschaffenen Strukturen auch mal wieder auszutreten? Also sollte es vielleicht einfacher möglich sein, zwar in die Währungsunion rein, aber dann auch wieder rauszugehen. Ne? Sollten wir so, ne, im Fall Griechenland ist das ja weit diskutiert worden, sollte es auch möglich sein, für ein Land mal aus der Währungsunion wieder auszutreten und wenn es nur für kurze Zeit ist. Ja? Also die zwei Kernfragen, um die sich die Diskussion hier einmal drehte, war, naja, also was soll die EU überhaupt können? Hat die EU uns diese ganze Suppe eingebrockt überhaupt erst, diese ganze Krise? Und auf der anderen Seite, wie kommen wir da raus? Also ist der Weg aus der europäischen Krise, ist das mehr Integration oder weniger Integration? Ne? Müssen wir alle jetzt einen Schritt zurücktreten, so ein bisschen im britischen Stil und einfach sagen, hey, Moment mal, es geht alles ein bisschen schnell. Vielleicht sollten wir mal überdenken, wie wir überhaupt interagieren oder uns integrieren. Oder ist im Gegensatz dazu die Lösung der Krise mehr EU? Ja? Und das heißt, wir haben uns im Rahmen dieser Euro-Krise ganz grundlegend mal Gedanken gemacht, was ist überhaupt, wie weit ist der europäische Integrationsprozess gekommen und wie wollen wir damit weitermachen? Ne? Erwarten wir, dass das einfach so immer weitergeht? Ja? Oder glauben wir, wir haben vielleicht irgendwo einen Punkt erreicht, wo wir entweder genug oder vielleicht sogar schon zu viel Integration hergestellt haben? Ja? Jetzt ist die Euro-Krise allerdings natürlich nicht der einzige Punkt, warum man über Regionalorganisationen nachdenken sollte. Ja? Regionalorganisationen sind auch aus anderen Gründen, nicht nur aus Krisengründen, in der internationalen Diskussion. Vor allem in den letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahren. Ja? Und das liegt vor allem daran, dass Staaten willens zu sein scheinen, immer mehr Kompetenzen auf überstaatliche Ebenen zu übertragen. Also Staaten sind nicht mehr so wie früher sehr eifersüchtig darauf bedacht, dass sie möglichst viel Souveränität bei sich behalten, sondern es scheint so eine Art globalen Trend zu geben, dass Staaten eigene Souveränität an überstaatliche Organisationen abtreten. Und nur als ein Beispiel, ja, die ECOWAS. Wer von Ihnen hat schon mal den Namen ECOWAS gehört? Okay, Sie sehen, relativ wenige Hände sind oben, ne? Also das sind vielleicht die Leute, die mal BWL oder VWL gemacht haben, ne? Weil ECOWAS ist vor allem mal eine ökonomische, eine Regionalorganisation in Afrika, ja, in Westafrika. Sie sehen, das schöne Logo hilft uns sehr, weil es gleich hilfreicherweise die Staaten markiert, die Teil von ECOWAS sind. Total praktisch, sowas sollte die EU auch machen. Und warum ECOWAS eben interessant ist, ist, dass es hier sie haben eine Regionalorganisation, die einen eigenen Interventionsmechanismus geschaffen hat. Also da gibt es eine Organisation, von der haben 95% von Ihnen im Raum noch nie was gehört. Und die haben, ähnlich wie man sich das vielleicht von UN-Blauhelm-Soldaten vorstellt, eigene Truppen. Das wäre so ein bisschen, als würde die EU ihre eigenen Blauhelme aufstellen. Ja? Die haben also eigene Truppen, die sie in Westafrika in ihrem Gebiet einsetzen, um Konflikte zu befrieden. Und das ist natürlich eine bahnbrechende Neuerung. Ich meine, welcher Staat lässt das zu? Warum ist das für Staaten okay, dass da plötzlich eine überstaatliche Organisation interveniert und Konflikte beseitigt, ja? oder versucht, den Frieden zu erhalten? Also das ist nicht nur ein Trend der krisenregionale Integration, sondern vor allem ein Trend der mehr Kooperation, der Übertragung von Souveränität. Das heißt also, Regionen haben in den letzten Dekaden mehr und mehr kollektive Entscheidungsmechanismen entwickelt. Also sprich, irgendwelche Wege, in der man nicht mehr als einzelner Staat Entscheidungen trifft und auch nicht, indem man immer auf die internationale Ebene geht, also immer gleich zu UN zu laufen, ist nicht der Trend, sondern der Trend ist vielmehr, da eine Zwischenebene zu bedienen. Also zusammen mit anderen Staaten der gleichen Region, der geografischen Region normalerweise, kollektive Entscheidungen zu treffen. Das ist besser, ne, als alleine was zu machen, ja, weil man mehr Staaten um sich herum hat. Und wenn die alle in der gleichen Region sind, dann kann man davon ausgehen, vielleicht haben die ähnliche Präferenzen. Das ist aber auch besser als die internationale Ebene, weil die internationale Ebene ist immer die ganze Welt, logischerweise. Und die ganze Welt hat eine Menge anderer Sorgen vielleicht als die nur ihre Region hat. Das heißt also, wir haben hier das Phänomen, dass sich Regionen zusammenschließen, Entscheidungen treffen und eigene Identitäten und eigene Handlungsfähigkeiten entwickeln.
Es gibt manche Wissenschaftler, wie das hier so schön steht, unter anderem wir hier in Göttingen, also Anja Jetschke und ihr Team, wir sind ziemlich überzeugt davon, dass Regionalisierung oder regionale Integration mit so einer der wichtigsten politischen Prozesse überhaupt ist in den letzten, sagen wir mal, 10 oder 20 Jahren. Ja? Unabhängig von allen möglichen anderen Veränderungen, die auf internationaler Ebene vor sich gehen. Das ist Regionalisierung ein absoluter Bombentrend. Jetzt nur noch kurz, bevor wir dann in die Deskription reingehen, also uns ein bisschen angucken, wie hat der Trend sich so entwickelt. Nur damit wir uns alle einig sind, was ist denn jetzt eine Regionalorganisation? Wir definieren das mal ganz basic. Wir haben mindestens 3 Staaten. Ne? 2 Staaten gilt nicht, weil dann sind es einfach bilaterale Beziehungen. Ja? Deswegen nehmen wir 3 Staaten. 3 Staaten ist ein Grüppchen, 2 Staaten ist ein Pärchen. Ja? Und wir reden hier von Grüppchen. Das heißt also 3 Staaten und die müssen ihre Mitgliedschaft irgendwie regional begrenzen oder regional definieren. Reicht also nicht aus nur, sagen wir mal, die Regionalorganisation der Staaten mit grüner Flagge, ne? Sondern die müssen zum Beispiel sagen, naja, also das ist die Regionalorganisation der Staaten Westafrikas. Und dann ist klar definiert, mehr oder weniger klar definiert, wer gehört da rein und wer gehört da nicht rein. Also dass die regionale Abgrenzung ein definierendes Merkmal ist. Und die müssen zusätzlich noch über eine institutionelle Struktur verfügen. Das heißt, es reicht nicht, wenn sich mal irgendwie, keine Ahnung, die ganzen skandinavischen Regierungschefs so einmal im Jahr treffen, zum Fischessen irgendwie und sich austauschen, sondern da muss es irgendwie eine institutionelle Struktur geben. Also die müssen zum Beispiel, die müssen irgendwo ein Hauptquartier haben oder die müssen regelmäßig stattfindende Treffen haben oder die haben vielleicht ein Sekretariat und so weiter. Also die haben da eine Struktur geschaffen, die über gelegentliche Treffen hinausgeht. Ja? Sie erinnern sich ja noch an Institutionen, was Institutionen alles sind, ne, aus unserer Vorlesung zum Institutionalismus. Also institutionelle Strukturen müssen da sein, sonst würden wir nicht von RO sprechen. Also 3 Staaten, die sich anhand einer Region definieren und die zusätzlich eine Struktur oben drüber haben. Das ist das, von was wir reden, wenn wir über Regionalorganisationen nachdenken. Wenn wir das mal so definieren, wie hat sich das denn dann in den letzten Jahren entwickelt? Wir können sehen, das sieht man jetzt auf dem Graphen leider, habe ich super, super schlau gemacht, sieht man auf dem Graphen leider nicht so wahnsinnig gut. Aber Sie sehen zum einen mal, die rote Linie gibt die Gesamtzahl aller ROs an. Das heißt, das zeigt hier, zeigt steil nach oben. Das heißt, Sie sehen also, wir haben irgendwann mal 1945 gab es die erste Regionalorganisation. Wir kommen auch gleich dazu, welche das ist. Und seitdem gibt es einen stetig ansteigenden Trend. Es gibt immer mehr dieser Organisationen. Da gab es keinen Schritt zurück, es gab keinen Einbruch, so ein bisschen wie bei den Demokratien zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, sondern der Trend zeigt steil nach oben. Sie sehen allerdings auch natürlich, dass es in den Regionen ein bisschen unterschiedlich ist. Ne? Jetzt könnten Sie natürlich sagen, aber Herr Theiner, Sie zählen ja hier nur alle Organisationen, die es irgendwann mal gab, aber nicht alle Organisationen existieren ja fort. Manchmal gehen Organisationen auch wieder unter. Ja? Damit haben Sie natürlich völlig recht. Ne? Aber auch wenn wir den Trend mal so aufzeichnen, dass wir jetzt die Organisationen, die untergegangen sind, abziehen von denen, die es immer noch gibt, auch dann sehen wir, dass die Kurve nach oben zeigt. Ja? Also ne, Sie können sich ja alle denken, dass es manche Regionalorganisationen gibt. Die gab es dann vor 20 Jahren meinetwegen. Und dann haben alle beschlossen, ist doch nicht so super, wir machen das anders jetzt. Ne? Oder manchmal gibt es Regionalorganisationen, die in anderen Regionalorganisationen aufgehen. Ja? Und dann müssen wir natürlich eine abziehen. Aber selbst wenn wir das so machen, sehen Sie also ganz klar, dass der Trend steil nach oben zeigt. Und was Sie da vielleicht auch sehen, ist, es gab ein paar Anstiege. Ja? Also zum Beispiel, hier, leider sieht man es auf der Grafik nicht ganz so toll, weil ich es nicht gut angezeichnet habe. Ne? Aber die Regionalismusforschung unterscheidet normalerweise 3 sogenannte Regionalismuswellen. Also Wellen, die durch die Welt gingen, wo irgendwann mal ein Trend kreiert wurde und wo dann ganz vielen Regionen plötzlich gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig einfiel, Mensch, ja, stimmt, ROs, ich sage jetzt nur noch ROs, weil Regionalorganisationen, da verhaspel ich mich immer, also ROs, also wo ganz vielen Regionen gleichzeitig einfiel, dass ROs eine gute Idee sind. Ja? Wir können das ja mal, wenn man das hier so ein bisschen schlecht sieht auf dieser Grafik, weil alles hier so zusammengequetscht ist, wir können uns das mal pro Region angucken. Und dann sehen Sie hier natürlich jetzt aber schon sehr unterschiedliche Trends in den einzelnen Regionen. Also der Gesamtpfeil zeigt zwar nach oben, aber die einzelnen Regionen unterscheiden sich zum Teil sehr stark. Zum Beispiel vom Timing her.
Wenn Sie mal angucken, zum Beispiel die Region, die sich als erstes regional integrierte, war Europa, ne? Das ist die blaue Linie ganz oben. Die fängt also schon sehr früh an, sich hier zu integrieren. Aber dann passiert zum Beispiel mal so von den 60ern bis fast in die 80er hier kaum was. Ja? Europa gewinnt also hier in über 20 Jahren nur eine Regionalorganisation dazu. Während andere Regionen hier deutlich, deutlich krassere Fortschritte machen. Ne? Also Afrika zum Beispiel hat hier einen rasanten Anstieg. Da sehen Sie hier diese erste Welle. Afrika hat hier einen rasanten Anstieg, wo irgendwie halb Afrika alle halbe Jahre mal eine neue Regionalorganisation gründet. Ich werde jetzt nachher noch demonstrieren, in was für einem wilden Institutionengefüge das endet. Und Sie sehen auch, dass es hier einige Regionen gab, die sind so ein bisschen Nachzügler. Ja? Wir haben hier Eurasien, also sprich, das sind so Zentralasien und die Länder der ehemaligen Sowjetunion, die haben jetzt mittlerweile die Idee auch für gut befunden, dass man sich da integrieren sollte, haben in den letzten Jahren was aufgeholt, aber es dauerte logischerweise sehr lang. Ja? Was Sie da auch sehen, wenn Sie jetzt ein bisschen skeptisch diese Grafik anschauen, dann sehen Sie, naja, also als wir jetzt in den frühen 2000ern mal dieses Niveau hier erreicht hatten, ja, also mit der Maximalzahl hier von 18 Organisationen in der höchst entwickelten Region, der Trend hier ist ein bisschen flach. Das heißt, wir warten jetzt gerade noch, wir im Sinne von die Regionalismusforscher, wir warten gerade noch, ob das jetzt Ausdruck ist von einer Konsolidierung, also sprich, ist Staaten jetzt aufgefallen, Moment mal, wir haben da sehr viele ROs, brauchen wir die überhaupt alle? Ja? Oder ist das einfach nur eine Pause, so ein bisschen wie bei der EU damals in den 60ern, nach der es wieder weitergeht mit regionaler Integration? Also da müssen wir ein bisschen warten, da haben wir bisher keine guten Erwartungen. Also allgemeiner Trend geht nach oben, aber die Verteilung in den Regionen kann sehr unterschiedlich sein. Dass ROs natürlich ein globales Phänomen sind, das haben Sie aus der Grafik schon gesehen. Ich habe Ihnen hier noch mal ein paar beispielhaft an die Wand geworfen, ja, wo die so sind. Ein paar von denen kennen Sie garantiert. Sie haben natürlich spätestens seit Trump gehört, NAFTA, ganz schlecht, worst deal in the history of deals. Ja, ja. Also NAFTA zum Beispiel, Sie haben die EU in der Mitte, Sie haben die ECOWAS, die wir vorher schon gesehen haben hier, ne, ECOWAS hier in Westafrika, ne, oder SADC. In der südlichen Region der Welt. Jetzt, weil ich gerade schon gesagt habe, es gibt da ein ziemlich wildes Institutionengefüge, nur um das Ihnen mal so ein bisschen zu demonstrieren. Also wenn Sie glauben zum Beispiel, naja, da gibt es in Afrika halt irgendwie wahrscheinlich so 5 ROs, die sich alle Afrika so schön regional aufgeteilt haben, Pustekuchen. Es gibt eine mittlerweile fast schon schwindelerregende Menge an ROs, die alle oft in denselben Regionen tätig sind, was uns als Forscher ja durchaus erstmal verwirren kann. Ja? Also wenn wir uns zum Beispiel hier mal anschauen, das ist jetzt Nordafrika und der Mittlere Osten. Und ich meine, wir können uns ja mal hier ein Land rausgreifen. Ne? Wir haben hier zum Beispiel den Libanon hier mit drin. Ne? Hier mit dem schönen, mit dem Bäumchen auf der Flagge. Ah, mag ich immer. Libanon ist nicht nur in einer Regionalorganisation Mitglied, sondern die sind Mitglied im Council of Arab Economic Unity, gleichzeitig aber in der Arab League. Und Sie sehen ja, die Überschneidung hier ist riesig. Also da sind in dieser Regionalorganisation sind nur 1, 2, 3 Staaten mehr Mitglied, ne, als in den anderen, in denen sie eh schon Mitglied sind. Ja? Und da gibt es ganz oben drüber, von der sie wahrscheinlich, hat schon mal jemand was von der Organization of Islamic Cooperation gehört, die OIC, auch so ein paar verzagte Hände, genau richtig. Also das ist mit einer der größten Organisationen in der Region. Ne? Da sehen Sie, das sind fast alle Länder dieser Region, sind da Mitglied. Ja? Also Länder, die entweder eine islamische Mehrheit in der Bevölkerung haben oder eine signifikante Minderheit. Ja? Also Sie können sich da ein beliebiges Land rausgreifen und sehen eben, ne, das ist ein Euler-Diagramm, dass jedes einzelne Land hier immer gleich Teil mehrerer Regionalorganisationen ist. Das wird noch ein bisschen schlimmer, wenn wir uns zum Beispiel hier das südliche Afrika angucken. Da gibt es jetzt einige Staaten, da denkt man sich einfach, was glauben die eigentlich, was sie da machen? Ja? Also ich meine, da gibt es jetzt übrigens, ne, wird es interessant, afrikanische Flaggen erkennen. Ja? Ist ja eines meiner Lieblingsspielchen. Machen wir jetzt allerdings nicht. Und Sie sollten sich alle schämen dafür, dass Sie hier nur irgendwie 3 Flaggen kennen. Ja? Aber wir können jetzt nur als Beispiel hier mal Somalia rausgreifen. Ja? Somalia, weil es so eine schöne Flagge hat. Ja? Und Somalia ist also Mitglied im IGAD 1. Ja? Dann sind Sie hier im CENSAD 2. Sie sind in der African Union 3. Ja? Sie sind, na, das war's. Also Sie sind in 3. Ne? Andere Staaten sind hier in deutlich mehr. Ja? Übrigens hier, weiß jemand, was das ist? Der einzige arme Staat in Afrika, der offensichtlich kein Teil irgendeiner RO ist, ja?
Nein, Südsudan ist, ich weiß nicht, ob Südsudan hier schon mit drauf ist. Ich würde die Flagge auch nicht erkennen, muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich weiß aber, dass es das nicht ist. Ja? Sehr hervorragend. Das ist Somaliland. Können Sie uns dazu was sagen? Was ist Somaliland? Wo zur Hölle liegt das? Ja. Sehr richtig. Also, ne, war früher mal italienisch im Gegensatz zum Rest von Somalia. Die machen heute ihr eigenes Ding. Haben Sie das so schön lapidar zusammengefasst? Genau, die haben sich selbst für unabhängig erklärt, fangen an, schön ihre Pässe zu drucken. Ja? Leider akzeptieren das noch nicht viele andere Staaten. Also, es ist kein international anerkanntes, unabhängiges Land, aber es ist effektiv selbst verwaltet. Ja? Aber ich kann Ihnen schon mal versprechen, die werden demnächst auch irgendwann mal Teil von diesem ganzen wilden Geflecht sein. Okay, wir können noch eine Stufe höher gehen, ja? Oh, ah, nein. Wir können. Okay, ja, sehr schade. Jetzt habe ich natürlich unvorhergesehenerweise die falsche Folie in den Vordergrund geholt. Sie können mal, ich glaube, auf den Folien kann man sehen, weil da Lateinamerika obendrauf ist. Wenn Sie jedenfalls mal draufschauen, werden Sie sehen, Lateinamerika ist ein noch wilderes. Ist ein noch wilderes Geflecht von ROs. Also nur ein Beispiel hier irgendwie, hier ist Panama zum Beispiel mit drin und nach meiner Zählung ist Panama irgendwie in 7 oder 8 verschiedenen ROs drin. Und jetzt, wir wollen es immer mal vergegenwärtigen, in Lateinamerika, in Südamerika, da gibt es nicht irgendwie 100 Länder, ja? Sondern da gibt es irgendwie, keine Ahnung, wie viel Südamerika hat. 20 vielleicht? Nee, so viel können es nicht sein. Werden wahrscheinlich sind es weniger. Und trotzdem haben die also ein Dutzend und mehr Regionalorganisationen, in denen immer in unterschiedlichen Kombinationen immer die gleichen Leute zusammenkommen. Ja? Also so, als hätten sie irgendwie fünf Bands, aber das sind eigentlich immer die gleichen Typen, nur manchmal ist der Drummer der Basser und dann andersrum. Ja? Da fragt man sich, warum? Ja? Können doch einfach sich auf ein Dings konzentrieren. Also wir sehen, Regionalorganisationen sind ein globales Phänomen. Und ein weiteres interessantes Phänomen ist, dass Staaten immer gleich Teil von mehreren sind. Es gibt kaum einen Staat auf der Welt, der wirklich nur in einer RO-Mitglied ist, sondern die sind normalerweise immer gleich Teil von mehreren. Wenn wir uns jetzt mal ein paar rausgreifen, einfach weil es die mit so global die vielleicht interessantesten oder wichtigsten oder ältesten sind, ne, können wir uns die mal nochmal kurz im Detail angucken. Wir haben zum Beispiel die älteste Regionalorganisation, die Arabische Liga. Ja. Die Arabische Liga, die gibt es schon seit 1945. Kleiner interessanter Fakt am Rande: Die Arabische Liga ist älter als die Vereinten Nationen. Die Arabische Liga gab es schon ein paar Monate, bevor die Vereinten Nationen gegründet wurden. Und unter anderem sind ein paar von den Leuten, die die Arabische Liga gebastelt haben, also die Verfassung der Arabischen Liga gebaut haben, die sind auch konsultiert worden, als es darum ging, die Charta der Vereinten Nationen zu schreiben. Ja? Also ein sehr altes Phänomen. Wie gesagt, seit 1945, insgesamt 21 Staaten. Sie sehen ja, ne, das ist natürlich eine ordentliche Bandbreite hier. Ne? Hier ist halt von Marokko alles dabei bis hier auf die arabische Halbinsel. Ja? Bis vor letztes Jahr habe ich die Vorlesung genau an dem Tag gehalten, wo die. Nein, stimmt nicht, das ist für die nächste. Wir machen einfach, wir rewinden mal auf die nächste und wir warten auf die nächste Folie, genau. Denn die Afrikanische Union ist die andere große RO, die Sie kennen natürlich. Und was ich da gerade sagen wollte, war, in der Afrikanischen Union sind alle afrikanischen Staaten bis auf Marokko drin. Hat auch eine ganze Weile gestimmt. Ja. Marokko ist irgendwann mal in den 60er Jahren ausgetreten oder in den 80er Jahren ausgetreten, war dann 20 Jahre nicht Mitglied und ist letztes Jahr, genau an dem Tag, an dem ich diese Vorlesung hielt, wieder in die AU aufgenommen worden. Keine kausale Zusammenhang, leider. Ne? Würde ich gerne reklamieren für mich, aber die haben einfach zufälligerweise die Sitzung abgehalten an dem Tag. Jedenfalls können wir sagen, also die Afrikanische Union ist die Organisation, die signifikant große Organisation auf dem afrikanischen Kontinent. Alles andere auf dem afrikanischen Kontinent ist der AU untergeordnet. Ja? Also die AU, ne, hat deswegen 55 Mitgliedstaaten. 55 Staaten sind eben auch gibt es auch in Afrika, von 36 bei der Gründung. Und Marokko war fast 20 Jahre kein Mitglied. Die haben hier sich ein wunderschönes Hauptquartier gebaut in Addis Abeba in Äthiopien. Und gerade eben hat mich mein Kollege Tobias Lenz darauf hingewiesen, dass er die Afrikanische Union gerade heute in den Nachrichten war. Und zwar vor einer Stunde ging beim Spiegel jedenfalls heute die Meldung rum, dass es etwas Besonderes auf sich hat mit diesem Hauptquartier in Addis Abeba.
China war so freundlich und hat der Afrikanischen Union ein Hauptquartier gebaut. Kosten über 200 Millionen Dollar. Ja? Die haben ein Hauptquartier nach Addis Abeba gestellt und zumindest Le Monde berichtet jetzt also, dass die angeblichen Mitarbeiter der Afrikanischen Union jetzt rausgefunden haben, dass dieses Gebäude schon seit der Fertigstellung komplett verwanzt ist und da irgendwelche Mikros unter den Tischen sind. Also hier, wie ist es schön, es ist halt eine schöne Meldung hier oben. Haustechniker haben festgestellt, dass die Server über 5 Jahre hinweg nachts immer Daten nach Shanghai lieferten. Ja? So als wäre das eine super Überraschung. Und ja, und mein anderer Lieblingsfakt aus der Geschichte ist ja, ne, die AU hat sich dann neue Server angeschafft und China meinte, hey, wir richten euch die übrigens ein. Nichts anfassen, wir machen das für euch. Ja? Alles in Ordnung. Das soll jetzt kein China-Bashing sein, ne? Nur das ist jetzt natürlich schon eine interessante Meldung für heute am Tag. Ne? Also deswegen, das erklärt das schöne, schön polierte neue Hauptquartier der AU in Addis Abeba ist. Ne? Die AU hat das nicht selbst finanziert, sondern China hat das im Rahmen von eigentlich Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika finanziert, dort gebaut. Ja? Leider mit einigen, offensichtlich mit dem einen oder anderen Nachteil für die AU dadurch. Ein ähnliches Problem hat die Organization of American States nicht, die OAS, denn die haben ein Hauptquartier, das steht in Washington, ein schönes Gebäude, und das steht da auch schon seit irgendwie, das ist schon 100 Jahre alt, das muss also nicht neu gebaut werden. Die Organization of American States ist die größte, die geografisch, glaube ich, die größte Regionalorganisation, ne, weil Nord- und Südamerika zusammen sind größer als Afrika. Und auch in der OAS sind praktisch alle Staaten Amerikas, also der beiden amerikanischen Kontinente, vereint. Die einzige Ausnahme ist Französisch-Guyana, ne, weil Frankreich irgendwas dagegen hat, dass seine früheren kolonialen Besitztümer irgendwie hier in Regionalorganisationen eintreten. Eine sehr alte Regionalorganisation gibt es auch schon seit 1948. Ja? Also, und wie viele von Ihnen haben schon mal von der Organization of American States gehört? Ne? Vielleicht mal gehört, richtig? Ja? Okay, danke, dass Sie so ein bisschen müde sind, den Arm heben. Also Sie haben zumindest schon mal von ihr gehört, ne? Aber die Organization of American States ist eine absolut faszinierende Organisation, weil sie in dieser Organisation zum Beispiel die Machtkämpfe in den 50er, 60er und 70er Jahren zwischen den kommunistischen Staaten oder sozialistischen Staaten in Lateinamerika und in den USA zum Beispiel miterleben konnten. Ja, also da gab's harte Fights irgendwie, wo die USA immer versuchten, Kuba aus der Organisation zu schmeißen, oder wenn Kuba dabei ist, dann sollte das Sanktionen bekommen und so weiter. Also da gingen in der Organisation, entstanden da enorme Machtkämpfe. Und dann die letzte Weltregion, die wir uns noch mal angucken, ist Zentralasien. Also ich habe das ja vorher Eurasien genannt. Das ist die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, gibt es immer noch. Ja. Wenn Sie ein bisschen älter sind, so wie ich, dann sind Sie gewöhnt zum Beispiel, dass bei den Olympischen Spielen mal ein paar Jahre lang immer Athleten auftraten unter der GUS-Flagge. Also nicht unter der russischen Flagge, sondern die hatten dann eine gemeinsame Flagge für die früheren Mitgliedstaaten zum Beispiel der Sowjetunion. Gibt es auch schon seit 1991, ne? Und da ist mittlerweile komplett Zentralasien mit drin. Darunter das Land, bei dem ich immer überrascht bin, wie zur Hölle ist das so groß? Nämlich Kasachstan. Ja? Das Ganze ist natürlich unter Führung von Russland. Ne? Es ist ganz klar, dass Russland hier die dominante Regionalmacht ist in dieser Organisation, aber die haben mittlerweile ein ganz interessantes institutionelles Gefüge und versuchen sich auch wirtschaftlich jetzt mehr und mehr zu integrieren. Ja? Mittlerweile gibt es die Eurasian Economic Union, die Eurasian Economic Association heißt sie, glaube ich, EEA, die versucht, in Zentralasien das nachzubauen, was in Europa schon ganz gut gelungen ist, nämlich die ökonomische Zusammenarbeit. Okay, das heißt also, wir wissen jetzt, das sind die ROs, wie sie global so aussehen. Ja? Wie sind die jetzt auf internationaler Ebene irgendwie verankert? Ja? Und da sehen wir zuerst mal, die Charta der Vereinten Nationen, die gibt ROs einen speziellen Status. Die sagt also nicht einfach entweder nichts über ROs oder die empfindet ROs nicht als Konkurrenz, sondern die empfindet ROs als komplementär. In der UN-Charta ist festgelegt, dass im Fall eines Konflikts, der regional begrenzt ist, nicht die UN selbst immer sofort einschreiten sollte, sondern dass der Priorität immer haben sollte, dass da zuerst mal die lokal zuständige RO gefragt wird. Hey, was ist denn da los? Und könnt ihr da mal schlichtend eingreifen? Ja? Also eine ganz, ganz wichtige und zentrale Rolle von ROs. Also der Sicherheitsrat kann nicht einfach sagen,
Wir finden das nicht gut, was da passiert. Wir nehmen das jetzt an uns, ne? Sondern es wird davon ausgegangen, dass solche Zuständigkeiten immer zuerst mal bei der RO liegen, die in der Region ist. Ja? Also ein wichtiger Status. Jetzt können wir uns natürlich überlegen, was passiert jetzt, wenn wir in einer Region sind, wo irgendwie mehrere ROs sich überlappen? Und das ist eine sehr gute Frage. Das passiert auch immer wieder mal. Haben wir bisher keine richtig gute Antwort, ja? Was dann passiert. Die kloppen sich manchmal um ihre Zuständigkeiten. Die, wie ich gerade schon sagte, ne, im Fall einiger dieser ROs, die Sie jetzt gerade schon gesehen haben, war normalerweise der erste Anreiz zur Gründung von solchen ROs ein wirtschaftlicher. Ja? Also die wirtschaftliche Zusammenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ne, sollte vertieft werden, sollte ausgebaut werden. Und das war normalerweise so der Impetus, der dazu führte, dass man sich überhaupt zusammenschloss, ne? Um zum Beispiel Handel einfacher zu machen, um Handelshemmnisse abzubauen, um Schwellen abzubauen gegenüber der Bewegung von Sachen oder Menschen. Ne? Aber, ne, Sie wissen, das Ganze fing an nach dem Zweiten Weltkrieg und auch das ist natürlich kein Zufall. Ja? Der andere große Anreiz, sich regional zusammen zu verbünden, war, dass man eben sagte, naja, also vielleicht können wir eben auch Frieden besser sichern, wenn wir uns in Regionen alle mehr zusammenschließen, wenn wir mehr miteinander kommunizieren und uns mehr austauschen. Ja? Also dieser Doppeladler der Zielsetzungen zwischen einmal wirtschaftliche Integration und Friedenssicherung. Ne? Das waren so die ersten Überlegungen, die dazu führten, dass Staaten ROs gründeten. Ne? Also die sollten eigentlich fast alle entweder die Wirtschaft verbessern oder den Frieden sichern. Wie können die das tun? Beziehungsweise wie können ROs Staaten dabei helfen, diese Ziele zu erreichen? Ein bisschen ein Ausschnitt hier aus dem Menü dessen, was ROs angeblich so leisten können. Ne? Also wir können natürlich durch ROs Skaleneffekte herstellen. Ne? Also Skaleneffekte, das bezieht sich ganz einfach darauf, dass sie oft einen Gewinn nur dann realisieren können, wenn sie genug von was absetzen. Ne? Also wenn sie jetzt hier draußen irgendwie einen Burger-Truck irgendwie aufmachen, ja, und dort Burger verkaufen und sie verdienen an jedem Burger 10 Cent und sie verkaufen jeden Tag 20 Burger, dann würde ich ihnen vorschlagen, dass sie ihren normalen Job nicht aufgeben, ja, oder das Studieren nicht aufhören, weil dann haben sie am Schluss 2 Euro Verdienst am Ende des Tages. Wenn sie aber 10 Cent pro Burger Umsatz machen und sie sind IKEA und sie verkaufen jeden Tag irgendwie 20.000 Burger, dann ist das ein lohnendes Unterfangen. Ne? Also kleine Profitmargen sind trotzdem lohnend, wenn sie genügend verkaufen. Ne? Das sind Skaleneffekte. Also manche Dinge funktionieren ganz gut, wenn man große Märkte hat zum Beispiel, was nicht ordentlich funktionieren würde, wenn man nur einen kleinen Markt hat, weil man dann nicht genügend Profit machen kann damit. Das heißt also, hier ist der Job von Regionalorganisationen, dass man da über das eigene Land hinaus einen größeren Markt schafft. Ganz simpel. Ne? Also statt dass deutsche Firmen jetzt eben nur in Deutschland ordentlich verkaufen können, und in anderen europäischen Ländern müsste man irgendwie Zölle zahlen oder sowas. Ne? Das würde deutsche Produkte teurer machen. Baut man diese Hemmnisse ab und schafft einen gemeinsamen Markt. Und plötzlich haben deutsche Firmen eben nicht nur irgendwie 10.000 mögliche Abnehmer für ihre Produkte, sondern irgendwie 10 Millionen. Ne? Das ist wirtschaftlich eine ganz gute Idee. Man kann durch den Zusammenschluss in Regionalorganisationen natürlich auch seine Verhandlungsposition verbessern. Wie Sie das vielleicht oder vielleicht auch nicht wissen, ist das normalerweise heutzutage bei internationalen Verhandlungen, an denen europäische Staaten beteiligt sind, normalerweise so, dass dann nicht nur die ganzen europäischen Staaten selbst sitzen, sondern dass da immer auch jemand von der EU sitzt. Oder noch dramatischer, dass die europäischen Staaten gleich sagen, hier, liebe EU, mach du das mal, verhandel du mal für uns alle. Ja? Und dann kann da eben eine Person im Raum stehen, die sagt, klar, wir hätten gerne folgendes Verhandlungsergebnis und ich spreche hier für 550 Millionen Bürger. Und das ist logischerweise ein bisschen besser, als wenn Luxemburg sagt, ja, also wir haben da 20.000 Abnehmer. Ja? Luxemburg ist zwar niedlich, aber Luxemburg hat natürlich in der Gesamtverhandlungsstärke der EU ein viel größeres Gewicht, als wenn es das alleine probieren würde. Diese Idee ist leider bei den Briten nicht angekommen. Ja? Deswegen denken die alle, sind mit Brexit, yay, jetzt können wir selber bestimmen. Ja klar, mit einem Markt, der irgendwie 10% ist von dem, was der Rest der EU ist. Ne? Also die Verhandlungsposition zu stärken, das tut man natürlich vor allem dadurch, dass man sich verbündet und dadurch größere Einheiten schafft, mit mehr Wirtschaftskraft, mit mehr Einwohnern, mehr Militärausgaben, was auch immer. Also dadurch können Verhandlungspositionen gestärkt werden. Ein weiterer möglicher Effekt von Regionalorganisationen ist die Minderung von Folgen von Globalisierung.
Das ist vielleicht im Moment, in der EU sieht das so ein bisschen nach ambitioniertem, das ist vielleicht ein ambitioniertes Ziel. Ja, tun wir das wirklich? Und es gibt in der Tat ein paar Forscher, die sagen, die EU macht das nicht, sondern die EU treibt Globalisierung an. Nichtsdestotrotz ist die Idee bei vielen anderen ROs, dass man eben, wenn man sich zusammenschließt, dass man die negativen Folgen der Globalisierung besser abfedern kann. Also kann man zum Beispiel Umweltstandards besser umsetzen? Kann man sich besser durchsetzen gegen wirtschaftlich mächtige Staaten der ersten Welt zum Beispiel, wenn man in der sich entwickelnden Welt Regionalorganisationen schafft? Ja? Also die Idee, dass man sich zusammenschließt, um höhere Standards durchzusetzen, als der Rest der Welt hat, um seine Bürger vor sowas zu schützen. Das ist auch was ROs leisten können. Ja? Ein weiterer möglicher Effekt, ne, ist, dass regionale Integration einfach benutzt wird, um sich wirtschaftlich besser zu entwickeln. Ne? Also als Beispiel, dass eben ein deutsches Unternehmen auch in Frankreich Dinge verkaufen kann oder in Schweden Produkte entwickeln lassen kann. Ne? Das kommt allen zugute. Genauso wie die freie Bewegung von Menschen und Gütern der Wirtschaft zugute kommt. Und dass man sich durch diese positiven Faktoren auch besser in die Weltwirtschaft integrieren kann. Der Trend zur Regionalisierung, und jetzt kommen wir mal von den wirtschaftlichen Gründen weg, Sie sehen aber schon, ne, wirtschaftliche Gründe sind hier ganz, ganz stark. Ne? Also Staaten versuchen, mit wirtschaftlicher Globalisierung und wirtschaftlicher Entwicklung umzugehen, und deswegen kreieren sie Regionalorganisationen. Aber es gab natürlich auch andere Faktoren, die dazu beitrugen. Einen habe ich hier aufgeschrieben, die Demokratisierungswelle in den 90ern. Ne? Also die Idee, dass da plötzlich Staaten die ursprünglichen Blöcke mal auseinanderbrachen, ja, und dass man irgendwie eine neue Form suchte, wie man Europa zum Beispiel organisieren kann. Ne? Also soll das jetzt eben kein Europa mehr sein von Ost gegen West, sondern das ist jetzt wir wollen jetzt ein Europa schaffen der freien Marktwirtschaft, des Friedens und der Menschenrechte oder sowas. Ne? Und dann war klar, dass man mit den üblichen Blöcken nicht mehr hinkommt und dass man sich da was Neues einfallen lassen muss, wie zum Beispiel die Europäische Union. Und dann als letzten Grund, den ich Ihnen hier noch nennen will, ne, ist, ROs sind zwar nicht so wahnsinnig oft eingesetzt worden zur regionalen Konfliktlösung, aber es sieht trotzdem für Staaten wie eine bessere Idee aus, als alles immer selber zu machen. Also wenn in einer Region ein Konflikt ausbricht, dann haben wenige Staaten normalerweise so als erste Präferenz, machen wir alles selber. Wir schultern die Kosten, wir gehen da rein und wir befrieden den Konflikt. Also es ist in den meisten Fällen eine bessere Idee, wenn sie versuchen, in einer Regionalorganisation die Kosten gemeinsam auf sich zu nehmen und gemeinsam zur Konfliktlösung beizutragen. Ja? Also nur ein Beispiel, ne, der Konflikt auf dem Balkan, ja, in den frühen 90er Jahren, der wurde eben nicht nur von einem Land gelöst, ne, sondern der wurde durch einen regionalen Zusammenschluss von Ländern gelöst. Auch die NATO ist ein regionaler Zusammenschluss, steckt schon im Titel, ne, die North Atlantic Treaty Organization. Also da ist geografisch definiert, dass sich das als Region versteht und deswegen in ihrer Region auch Konflikte lösen will. Das heißt also, das sind jetzt mehrere Gründe dafür, warum Staaten die Idee kriegen könnten, dass Regionalisierung was Gutes ist. Ja? Die meisten davon sind wirtschaftlich, aber wie wir gerade gesehen haben, ne, einige davon können auch durchaus zum Beispiel einen friedenserhaltenden Gedanken hinter sich haben. Ich habe jetzt ständig das Wort Integration benutzt. Ja? Also regionale Integration ist was Gutes, hier passiert mehr regionale Integration, hier passiert weniger. Aber wir müssen uns erst einmal Gedanken machen, was heißt das denn überhaupt? Was ist denn überhaupt Integration? Ja? Also was beinhaltet die regionale Integration? Wie können wir das denken, dass sich da was integriert? Und wir können ja mal einfach ganz auf der grundlegenden Ebene anfangen und sagen, naja, regionale Integration ist vielleicht einfach nur mehr Interaktionen zwischen Staaten in der Region. Ja? Also die interagieren mehr und normalerweise läuft das unter dem Titel Regionalisierung. Also die Tatsache, dass wir in der Welt beobachten, dass Staaten nicht mehr, dass Staaten nicht automatisch immer auf der höchstmöglichen, also der internationalen Ebene mehr interagieren, sondern dass sie normalerweise erstmal versuchen, in ihrer Region Dinge zu bewerkstelligen und mit anderen zu interagieren und dann erst auf die internationale Ebene gehen. Mit Anliegen, mit wirtschaftlicher Integration. Ne? Also ich meine, Sie wissen das alle, es gibt auf der Internet, also global gibt es natürlich keine Ansätze, jetzt zum Beispiel eine globale Währungsunion zu schaffen.
oder irgendwie eine globale Wirtschaftsunion oder sowas. Ne? Das sind immer regionale Ansätze, die hier passieren. Also wenn wir also regionale Integration als wachsende Interaktionen uns denken, also regionale Integration, Regionalisierung heißt einfach nur, da interagieren Staaten mehr miteinander, dann sehen wir da eine Verdichtung von wirtschaftlichen, politischen und sozialen Interaktionen zusammenhängen. Jetzt haben wir hier zwischen zwei Staaten, vorher habe ich drei gesagt, ignorieren Sie das. Und das Wichtige hier ist jetzt, diese zunehmenden Interaktionen, die können darin resultieren, dass es da jetzt auch Organisationen gibt, müssen es aber nicht. Wir beobachten auch Regionen auf der Welt zum Beispiel, wo Staaten sehr happy damit sind, einfach eine Menge bilateraler Handelsverträge abzuschließen mit allen möglichen Staaten in der Region, aber wo sie keine eigene RO schaffen dafür. Ja? Okay, das heißt also hier, Joseph Nye definiert das also ganz grundlegend und sagt, naja, Integration oder regionale Integration heißt nichts anderes als ein Prozess, in dem sich Einheiten von teilweise Isolation hin zu Vereinigung bewegen. Ja? Das ist soweit ziemlich unstrittig. Ja? Und normalerweise, das sehen wir halt empirisch in den letzten 50 Jahren oder so, sehen wir, dass diese wachsenden Interaktionen die Tendenz haben, sich zu verstetigen. Ja? Also wie Sie das alle aus der Vorlesung über den Institutionalismus ja noch wissen, ist Kooperation ja in vielen Situationen möglich und auch erwünscht, aber um sie wirklich dauerhaft zu machen, brauchen wir in vielerlei Hinsicht Institutionen. Wir müssen also Strukturen aufbauen, in denen wir interagieren und kooperieren können. Deswegen ist regionale Integration bleibt normalerweise nicht bei mehr Interaktionen stehen, sondern wir sehen empirisch, wir beobachten es über die letzten paar Dekaden, dass es mehr und mehr hier auch Strukturen aufgebaut werden auf der überstaatlichen Ebene. Ja? Und dass Staaten hier Autorität abgeben an diese überstaatlichen Institutionen, die es hier gibt. Das heißt also, was wir sehen ist, wir fangen immer an mit, naja, hier gibt es mehr Interaktionen zwischen Staaten. Staaten sehen das auch und denken sich irgendwann, naja, also wenn wir schon so viel interagieren, dann könnten wir vielleicht auch da institutionelle Strukturen drumherum schaffen, weil uns das die Interaktion noch einfacher macht. Ja? Was das normalerweise aber beinhaltet ist, wenn man solche Strukturen mal aufbaut, dann müssen die auch was können. Sie wollen nicht nur irgendeine Organisation bauen, damit die ihnen die Tagungen organisiert, zweimal im Jahr, sondern normalerweise übertragen sie dieser Organisation auch irgendwelche Kompetenzen. Wir werden das nachher noch am Beispiel der EU sehen, wie das aussehen kann, dass da Kompetenzen übertragen werden. Und normalerweise kann das auf zwei verschiedene Arten passieren. Diese Übertragung von Kompetenzen von den Nationalstaaten auf die überstaatliche Ebene. Das kann supranational oder intergouvernemental aussehen. Und das sind jetzt wichtige Begriffe, die Sie sich merken sollten. Ich demonstriere Ihnen das, wir können das mal demonstrieren an dem Beispiel der EU. Ja? Jetzt erstmal nochmal, ne, weil wir, glaube ich, ja noch kaum Institutionenkunde der EU gemacht haben. Ja? Wer ist im Europäischen Rat? Wer trifft sich, wenn sich der Europäische Rat trifft? Ja. Die Regierungschefs der Mitgliedsländer, richtig. Oder gucken wir mal, wer glaubt das auch? Also im Europäischen Rat treffen sich die Regierungschefs der Mitgliedsländer. Okay. Wer trifft sich im Rat der Europäischen Union? Ja? Die Minister. Okay, also, es gibt den Europäischen Rat, in dem treffen sich Angela Merkel und ihre Kollegen, und es gibt den Ministerrat, auch genannt den Rat der Europäischen Union, in dem sich die jeweiligen Fachminister treffen. Wer trifft sich im Europarat? Ja? Die Staatsoberhäupter? Ja. Welche Staatsoberhäupter? Zum Beispiel, okay, hat jemand noch einen Vorschlag? Wer trifft sich im Europarat? Der Europarat ist keine EU-Institution. Alles falsch. Ja? Der Europarat ist eine andere RO, liegt komplett außerhalb der EU. Ja? Das heißt, ne, kommt in der Klausur garantiert irgendwo mal dran, glauben Sie mir. Also es gibt den Europarat, den Europäischen Rat und den Rat der Europäischen Union. Weil offensichtlich sind uns allen keine besseren Namen eingefallen. Ich wünschte, wir hätten die irgendwie Bill und Ted oder sowas genannt. Ja? Das wäre ganz furchtbar praktisch.
für Sie als kleine Gedankenstütze, ich merke mir das immer so, je kürzer der Name, desto wichtiger. Ja? Ein König hat nur einen Namen, ein König braucht keinen Nachnamen, deswegen ist er furchtbar wichtig. Deswegen wissen Sie auch, ne, Europäischer Rat ist kürzer als Rat der Europäischen Union. Und deswegen wissen Sie, der Europäische Rat, in dem versammeln sich die ganz wichtigen Leute, nämlich die hier, und im Rat der Europäischen Union die bisschen weniger wichtigen Leute, nämlich die Minister. Ja? Und der Europarat hat mit der EU nichts zu tun. Der Europarat sieht so ein bisschen aus wie so eine Eurovisionsweltkarte. Ja? Da ist auch nochmal halb Zentralasien mit drin als Beobachter und irgendwie Kanada und die USA sind, glaube ich, auch Beobachter drin, weiß die Hölle was. Also der Europarat ist ein wildes Gebilde, das mit der EU nichts zu tun hat. Also, nachdem wir das geklärt haben, ja, können wir mal angucken, wie diese beiden Varianten, Autorität auf die überstaatliche Ebene zu übertragen, wie die aussehen können. Also, wir haben auf der einen Seite den Europäischen Rat, den haben wir gerade schon genannt, wer da drin ist, nämlich Angela Merkel und ihre Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Beispiel für sogenannte intergouvernementale Integration. Und hier passiert etwas, das nennen wir Pooling. Ich sage Ihnen gleich noch mehr dazu. Das heißt also, hier sagen Staaten, wir schaffen hier eine überstaatliche Entscheidungsstruktur. Da gehen wir dann alle hin als staatliche Vertreter. Wir unterhalten uns über Probleme und dann kommen wir auf eine gemeinsame Lösung. Idealerweise. Wir finden also wir treffen gemeinsam eine Entscheidung und handeln das vorher aus. Wenn Sie übrigens Angela Merkel gesucht haben, sie ist hier im roten Blazer. Und wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie nah genug dran sitzen, hier gibt es eine Person, die taucht auf beiden dieser Bilder auf. Jetzt machen wir mal Suchbild. Welche Person taucht auf beiden dieser Bilder auf? Ja, heute ist interaktive Vorlesung. Ja, klar. Ja? Ja, sehr richtig. Federica Mogherini, ne? Mogherini, die taucht hier auf und hier steht sie in der Mitte. Ich mag sie immer, weil sie auf praktisch jedem offiziellen Bild total grimmig aussieht. Ja? Und sie ist also die EU-Sondergenannte für Außenpolitik. Ja? Sie ist also das Gesicht der EU nach außen. Und sie ist normalerweise als EU-Vertreterin sowohl hier dabei beim Europäischen Rat, als sie auch Teil der Europäischen Kommission ist. Aber zur Kommission kommen wir gleich. Also, intergouvernementale Integration heißt also genau das. Intergouvernemental, also zwischen Regierungen. Das heißt, da treffen sich Regierungen, finden dann gemeinsam eine Entscheidung, aber es sind immer noch die Regierungen, die hier irgendwo hinfahren und dort verhandeln. Wir haben auf der anderen Seite aber auch ein ganz anderes Modell von Autoritätsübertragung, nämlich supranationale Integration. Und das passiert zum Beispiel im Rahmen der Europäischen Kommission. Übrigens hier, ne, sehen Sie Günther Oettinger, der auf dem Bild sich so die Hände reibt, ja, so leicht James Bond Bösewicht. Günther Oettinger, auch mein Lieblingsbeispiel für deutsche Akzente im Englischen. Wenn Sie noch nie Günther Oettinger Englisch reden haben hören, kann ich Ihnen versprechen, auf Sie kommt was zu. Gehen Sie mal hinterher, wenn die Vorlesung zu Ende ist, zu YouTube und googeln Sie einfach mal Günther Oettinger Englisch oder sowas, ja. It is a very great pleasure to be here today. So in dem Stil. Das ist noch deutlich schlimmer, ich kann es Ihnen sagen. Also, Günther Oettinger ist Teil der Europäischen Kommission. Was ist jetzt anders an der Europäischen Kommission im Vergleich zum Europäischen Rat? Die Kommission, wissen Sie, ne, die Kommission sitzt in Brüssel und an die wird delegiert. Das heißt, in der Kommission sitzen jetzt keine Ländervertreter. Günther Oettinger sitzt da zwar als Deutscher drin, aber nicht als Vertreter Deutschlands. Sondern die Kommissare, die sind zuständig für bestimmte Portfolios. Die Portfolios haben alle furchtbare Namen, überschneiden sich ganz übel, aber Sie können sich vorstellen, da gibt es zum Beispiel jemanden, der kümmert sich um Wettbewerbsfähigkeit, jemand, der kümmert sich um Fischerei, jemand, der kümmert sich irgendwie um Verbraucherschutz, also so ein bisschen wie die Ministerien in der deutschen Regierung auch. Nur haben wir in Deutschland ein paar Minister, die gibt es natürlich in der Kommission nicht, denn die Kommission hat zum Beispiel keinen Verteidigungskommissar, logischerweise, ne? Weil die Kommission hier keine Kompetenzen hat. Also in die Kommission, da werden eigentlich Experten geschickt. Günther Oettinger, unser Experte fürs Internet übrigens. Ja, ja, ich weiß. Also da werden Experten hingeschickt, ne, die zusammen mit ihrem Team, das ist immer das Argument, warum Günther Oettinger da kein Problem hat, der hat ja ein Team um sich rum, das weiß, was E-Mail ist. Ne, und dann weiß der Günther das auch irgendwann. Also Günther Oettinger ist Teil der Kommission. An die Kommission wird praktisch übertragen, hey, wir würden uns gerne tiefer integrieren im Bereich Fischerei. Und dann gehen die Kommissare nach Hause oder ihre Büros und lassen ihre Teams was ausarbeiten, wie man sich da weiter integrieren kann oder wie zum Beispiel die Regeln zum Verbraucherschutz aussehen könnten auf der EU-Ebene.
Die erarbeiten also Vorschläge, die sie dann in das System reinfüttern. Das heißt also, im Gegensatz zu der intergouvernementalen Integration, da passiert hier eine Autoritätsübertragung. Da ist also nicht Angela Merkel, die diese Vorschläge erarbeitet, oder es sind nicht einzelne Länder, die die Vorschläge erarbeiten, sondern es ist ein ausschließlich europäisches Organ, was das macht. Das heißt also, hier wird Autorität zur Beschlussfassung übertragen, ne? Und ein Teil der Kompetenz, die Staaten normalerweise haben, geht über an die EU. Wenn die EU schon mal eine Regel zum Transport von Bananen gebastelt hat, dann muss das Deutschland nicht auch noch machen, sondern Deutschland muss die Regeln von DAP nochmal implementieren. Das hat Ihnen ja Simon Fink auch mit dem einen oder anderen Beispiel, glaube ich, in der BRD-Vorlesung ein bisschen deutlich gemacht. Also, das sind die beiden unterschiedlichen Varianten, wie Sie Autorität übertragen können. Sie können entweder sagen, naja, wir sollten da schon überstaatliche Entscheidungen treffen, aber wir, die Staaten, wir haben bitte gerne noch trotzdem beide Hände am Lenkrad und auch einen Gang an der, und auch eine Hand an der Schaltung. Und auf der anderen Seite haben Sie supranationale Integration. Und da geht es darum, dass sie wirklich Entscheidungskompetenzen abtreten. Da kümmern sich also die Staaten dann nicht mehr drum. Wohin würden wir jetzt den Rat der Europäischen Union einsortieren? Erst einmal nachdenken, was ist es? Es ist der Ministerrat. Ist der Rat der Europäischen Union, für was ist der hier ein Beispiel? Wo, in welches Fach würden Sie denn einsortieren? Von dem, was Sie jetzt schon wissen, aus Ihrem enzyklopädischen Wissen über die EU, ja. Okay. Richtig. Also der Kommilitone schlägt vor, das ist ein Beispiel für intergouvernementale Integration, weil die Fachminister der Staaten zusammensitzen und dort Vorschläge erarbeiten oder Entscheidungen treffen. Ich sage genau richtig, der Rat der Europäischen Union ist intergouvernemental, weil die Minister da nicht sitzen als irgendwie neutrale Experten, sondern weil die da sitzen als Abgesandte ihrer Länder. Ja? Gut. Also, das sind also die beiden Varianten, wie Sie das machen können auf der internationalen Ebene. Das heißt, wenn Sie sich mal entschieden haben, Integration wird vertieft und Institutionen für Entscheidungsfindung werden aufgebaut, dann haben Sie die Wahl, das entweder durch Pooling zu machen. Pooling, wir schmeißen alle unsere Kompetenzen zusammen und treffen dann eine Entscheidung. Oder Sie können das durch Delegation machen. Ich will mir keine Pizza holen, du holst mir meine Pizza. Ja? Das heißt also, die Delegation und Pooling und Delegation sind so die beiden großen Konzepte, mit denen in der Regionalismusforschung auch oft gearbeitet wird. Und wo dann geschaut wird, naja, wie viel Pooling passiert denn hier zum Beispiel und wie viel Delegation? Das ist bei der EU ja eine ganz interessante Frage, weil Sie zum Beispiel gerade gemerkt haben, die EU betreibt beides. Also bei der EU wird manchmal gepoolt und manchmal delegiert. Und dann müsste man sich nochmal Gedanken machen, warum ist das so? Ja? Warum wird an manchen Stellen gepoolt und an anderen Stellen delegiert? Das heißt also, wenn wir uns ROs angucken aus der Perspektive der Regionalismusforschung, dann sind wir normalerweise genau mit diesen Fragen im Zentrum befasst. Also sprich, wie, wo und warum treten denn Staaten hier Entscheidungskompetenzen ab? Ja? Also wo werden denn jetzt bestimmte Entscheidungen noch gefällt? Simon Fink hat in seiner Vorlesung ja demonstriert, dass eines der üblichen Vorurteile ist, ne, in Deutschland werden gar keine Entscheidungen mehr getroffen, das kommt ja alles von der EU. Und dass man anhand einiger Forschung zeigen kann, dass es halt in manchen Bereichen so ist, in anderen aber halt nicht. Ja? Und dass es allerdings global betrachtet, in Deutschland immer noch weit über die Hälfte der Regelungen und Gesetze natürlich aus dem deutschen Kontext kommen und nicht von der EU. Dennoch machen wir uns halt Gedanken darüber, wo passieren diese Entscheidungen, wo wird was entschieden? Das heißt also, welche Organe sind hier zum Beispiel beteiligt? Ja? Also welche Organe sind am Entscheidungsprozess überhaupt teil? Wird in diesen Organen gepoolt oder wird hier delegiert? Ja? Welche Kompetenzen haben die? Beraten die oder entscheiden die mit? Und ähnliche Fragen. Wenn Sie sich die Regionalismusforschung mal anschauen, darunter auch die Sachen, die wir hier so machen in Göttingen, werden Sie merken, dass fast alle Arbeiten zu einem dieser Punkte gehen. Also wir werden fast alle umgetrieben von der Frage, was können die denn jetzt eigentlich? Was darf denn die EU? Und wie viel macht sie? Ein Problem, was wir haben, wenn wir uns das angucken, allerdings diese ROs, ist, dass wir immer noch keine richtig tolle Definition haben, was denn jetzt überhaupt Integration ist und wie man zur Hölle das misst. Ja? Drücken Sie mir doch bitte mal in einer Zahl aus, wie tief die Europäische Integration, die Europäische Union integriert ist. 7. Okay. Also jetzt wissen Sie es.
Die Europäische Union, die EU ist 7 integriert. Das macht natürlich keinen Sinn. Ne? Eine Menge von Forschern haben versucht, Ansätze zu entwickeln, wie man regionale Integration messbar macht. Also woher wissen wir denn zum Beispiel, ob jetzt die AU mehr Kompetenzen hat als die EU? Ja? Oder wenn wir uns alle so super sicher sind, dass die EU immer die am weitesten integrierte RO ist, woran machen wir das fest? Ja? An welchen Messwerten, an welchen Stellschrauben? Ja? Normalerweise lösen wir das Problem dadurch, dass wir sagen, naja, wir gucken uns hier 4 verschiedene Punkte an, wenn wir eine RO anschauen. Wenn wir eine RO wie die EU zum Beispiel angucken, dann schauen wir uns einmal an, was haben die überhaupt für ein Mandat? Also was dürfen die überhaupt? Was steht in den Gründungsverträgen drin, was die Organisation soll? Wir gucken uns an, wie werden die Organe besetzt? Werden die zum Beispiel mit unabhängigen Experten besetzt? Oder werden die mit Abgesandten der Regierungen besetzt? Ne? Wenn die Regierungen Abgesandte schicken, dann können wir davon ausgehen, dass das tendenziell weniger Kompetenz für die RO bedeutet, als wenn die ihre eigenen unabhängigen Experten haben. Ne? Wir können uns schauen, inwiefern die Organe teilhaben am Entscheidungsprozess. Wie Sie alle wissen, zum Beispiel das Europäische Parlament hat einen Zuwachs an Kompetenzen durchgemacht seit seiner Gründung. Ne? Das darf also mehr und mehr in den Entscheidungsprozess eingreifen. Und dann zum Schluss Entscheidungsregeln. Ja? Also werden hier normalerweise Dinge im Konsensprinzip entschieden. Konsensprinzip heißt, ne, alle müssen sich einig sein, logischerweise. Und das bedeutet normalerweise, wenn Staaten ungern Souveränität abgeben an ROs, dann bestehen die normalerweise auf dem Konsensprinzip. Denn das heißt, dass auch noch der kleinste Staat mit berücksichtigt werden muss und nichts gegen die eigenen Präferenzen gehen kann. Ja? Es gibt immer den schönen Fall, dass es im Mittelalter irgendwann in Polen mal ein sogenanntes Parlament der Barone gab, in dem irgendwie 580 Barone drin waren und die einzige Variante, wie dieses Parlament Entscheidungen treffen konnte, war, wenn die sich alle einig sind. Ja? Sie können sich ja überlegen, wie produktiv dieses Parlament war, ja? Nicht so furchtbar. Deswegen ist natürlich auch klar, dass man für je größer das die Organisation wird, desto stärker wird der Druck, hier auch Entscheidungen im Mehrheitsprinzip, nach dem Mehrheitsprinzip zu fällen und nicht mehr nach dem Konsensprinzip. Und das sehen wir genau an der EU, ne? Spätestens seit der Osterweiterung gab es auch eine große Diskussion darüber, naja, also wir können jetzt mit 28 oder bald mal 27 oder vielleicht 28, wer weiß, wir können da nicht länger alles im Konsens entscheiden, weil, wie ich Ihnen das ja schon bei anderen Beispielen demonstriert habe, wenn Sie sich mal mit 10 Leuten einigen müssen, was auf eine Pizza kommt, dann wissen Sie, wie schwierig sowas ist. Ja? Manchmal muss man dann halt im Mehrheitsprinzip entscheiden. Übrigens, ich habe Hunger, also wenn ich heute nur Pizza-Metaphern mache, Sie wissen, woran es liegt. Also das sind mögliche Stellschrauben, die wir angucken können, um festzustellen, wie tief ist eine RO denn integriert? Mandat, Besetzung, Einbindung oder Entscheidungsregeln. Nur mal als ein Beispiel. Ja? Wir können uns mal die EU angucken und wir sehen zum Beispiel bei der EU hier, dass für die Kommission festgelegt ist, ne? Die Mitglieder der Kommission werden aufgrund ihrer Befähigung unter Persönlichkeiten ausgewählt, die Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten. Das heißt also zwei wichtige Dinge. A, die werden nach Kompetenz ausgewählt. Danke, Günther Oettinger. Und B, die werden danach ausgewählt, dass sie unabhängig sind. Dass man ihnen also vertrauen kann, dass sie nicht von ihrer nationalen Regierung irgendwas gesagt kriegen und dann machen die das auch, sondern dass sie unabhängige Persönlichkeiten sind. Das heißt also, da wird tendenziell eine Menge Kompetenz übertragen. Denn die Leute sollen ja Experten sein und die sollen zusätzlich unabhängig sein. Da hat man also eine ganze Menge Vertrauen in diese Organisation. Ja? Auf der anderen Seite sehen Sie hier Mercosur, ne, also Lateinamerika, in der zum Beispiel definiert ist, naja, da gibt es eine sogenannte Gemeinschaftsmarktgruppe, die besteht aus Mitgliedern, ne, und die repräsentieren die folgenden Organe. Da sehen wir also, okay, auch da, die schicken Vertreter hin, aber hier steht zum Beispiel, hier wird kein Wort verloren über die Unabhängigkeit. Also Vertreter, okay, wir delegieren hier also ein bisschen, aber nicht so viel, dass wir die Leute wirklich unabhängig haben wollen. Wir wollen die schon noch unter Kontrolle haben. Und dann vergleichen wir das zuletzt nochmal mit der ASEAN, ne, also die südostasiatische Regionalorganisation, in der zum Beispiel genannt wird, dass der Generalsekretär für eine Amtszeit von den Regierungschefs ernannt wird, ja, aus den Bürgern der ASEAN, also sprich jeder ASEAN-Bürger kann prinzipiell Generalsekretär oder Generalsekretärin sein. Und hier wird zum Beispiel im Gegensatz zur EU, werden hier nochmal ganz andere Gründe, ganz andere Kriterien auch nochmal genannt. Ja? Zum Beispiel berufliche Erfahrung und Geschlechtergleichheit. Ne? Das kommt bei der EU zum Beispiel in der Kommission nicht vor. Ja? Was auch daran liegt übrigens, dass die Kommissare in der Vergangenheit oft, war die Kommission sehr männlich ausgerichtet, mittlerweile ist das ziemlich 50-50. Ja? Also zumindest das hat ganz gut geklappt.
Also Sie sehen, es ist hier, es werden hier in unterschiedlichen ROs sehr unterschiedliche Dinge definiert, wie viel Kompetenzen man abgibt und wie unabhängig man zum Beispiel die Vertreter macht, die man dorthin schickt. Gut, jetzt habe ich Ihnen ja schon versprochen, wir gucken uns jetzt mal die EU etwas genauer an. Die EU, zumindest ihr Werdegang und wie wir erklären, wie weit die EU denn integriert ist. Also, ne, das heißt, die Kriterien nehmen wir mal mit, ne, also Mandat, Besetzung der Organe, Unabhängigkeit und ähnliche Dinge. Ja, und wir gucken uns das mal an, was die EU hier gemacht hat. Also die EU, logischerweise das Gründungsdatum, das kennen Sie alle, nämlich 1951, also nicht das Gründungsdatum der EU, sondern das Datum, an dem die erste Organisation geformt wurde, die dann später in der EU aufging. Die EU hat insgesamt 8 Verträge mittlerweile, große Verträge geschlossen, die man zusammentackern könnte und die man so ein bisschen als das Grundgesetz der EU ansehen könnte. Ja? Und diese 8 Verträge, sehen Sie, die gehen von 1951 bis 2009. Ich hebe Ihnen nur mal kurz 1, 2 raus und ein paar davon machen wir auf einer späteren Folie dann auch nochmal. Also die römischen Verträge, die kennen Sie vielleicht vom Namen her, denn letztes Jahr war das 60-jährige Jubiläum der römischen Verträge. Vielleicht haben Sie mal irgendwie eine Briefmarke gesehen bei der Post. Ja? Oder Sie haben irgendwie einen Euro in der Hand gehabt, zum Beispiel, wo die römischen Verträge drauf waren. Hat irgendjemand so einen Euro gesehen? Nein, genau. Ne? Das war so ein Europa-Euro, wo so ein aufgeschlagenes Buch drauf war. Das sollte an die römischen Verträge erinnern. Ja? Und die in den römischen Verträgen wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen, die EWG. Der nächste richtig große Vertrag hier ist der Vertrag von Maastricht 1993, der also aus der Europäischen Gemeinschaft die EU machte, die Europäische Union. Das heißt, die Europäische Union gibt es jetzt noch nicht so lange. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich 1993, da war ich 42, also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich lange, lange EG gesagt habe und mich dann an EU gewöhnen musste. Ja? Im Vertrag von Amsterdam 1999 wurde dem Parlament irgendwie mehr Kompetenzen übertragen. Und im Vertrag von Amsterdam und im Vertrag von Nizza 2003 wurde dann das Institutionengefüge der EU komplett neu geordnet. Und keine Angst, ich gehe nachher noch darauf ein, wie das Institutionengefüge jetzt so aussieht. Ja? Der Vertrag von Lissabon war der letzte große Vertrag und den müssen Sie natürlich logischerweise alle kennen, denn der hat die aktuell gültigen Verfahrensregeln, Organe, Kompetenzen und anderen Dinge festgelegt. Also sprich, wir leben im Moment in der EU, wie sie im Vertrag von Lissabon festgelegt wurde. Im Vertrag von Lissabon stand zum Beispiel drin, dass man sich jetzt auch mal mit Mehrheit entscheiden darf für Dinge im Ministerrat und nicht mehr nur in Einstimmigkeit. Da stand zum Beispiel drin, dass es jetzt eine hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik geben soll, nämlich die Frau Mogherini jetzt aktuell. Das Parlament wurde weiter gestärkt. Also das Parlament erfuhr mehrere Runden von Kompetenzverstärkung in diesem Vertrag. Das heißt also, was wir hier auch sehen, ist, das ist eine Abfolge von Verträgen, die gehen zuerst von sehr speziellen Verträgen in sehr speziellen Sektoren. Also hier zum Beispiel Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die EGKS. Also von speziellen Sektoren integrierte die EU immer weitere Sektoren ihrer Wirtschaften, ihrer Gesellschaften und schaffte immer weitere Strukturen auf der supranationalen Ebene. Ja? Also das ist die Parallelentwicklung, die wir hier sehen. Am Ende dieser Entwicklung sieht man jetzt eine EU, die damals von 1957 von 6 Mitgliedern mittlerweile halt 28 Mitglieder hat, logischerweise. Und Sie sehen ja nicht nur die Entwicklung, diese dramatische Entwicklung in der Bevölkerungszahl, sondern auch dieses unglaubliche Wirtschaftswachstum, was da erwirtschaftet wurde. Das heißt, die Veränderungen in der Welt und die Veränderungen in der Region Europa waren also so stark, dass sie Druck aufbauten darauf, dass auch die institutionellen Strukturen geändert werden mussten. Das heißt also, die EU hat sicher ihre Strukturen nicht nur geändert, weil sie Lust drauf hatte, sondern weil sie Entwicklungen außerhalb, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen, weil die ihren Input brauchten. Also hier nochmal die Anfänge dieser Verträge mit ein paar mehr Worten. Dazu können Sie im Lehrbuch dann auch nochmal ein bisschen mehr lesen. Ich kann nicht durch alle Verträge durchgehen, ganz einfach, weil die Verträge ellenlang sind, unglaublich viele Dinge beinhalten. Also die haben Hunderte und Hunderte von Seiten. Ich glaube, der Vertrag von Lissabon hat irgendwie 500 nochmal was Seiten oder so. Ne? Also da kann man natürlich nicht auf alles eingehen, was hier neu geregelt wird. Aber also was ich Ihnen hier nur nochmal zeigen will, ist, wir haben diese frühen Entwicklungen europäischer Integration mit der EGKS, der EWG und Euratom, die bezogen sich immer auf ganz
spezielle, ganz bestimmte wirtschaftliche Sektoren, in denen sich integriert werden sollte. Und es ist natürlich kein Zufall, dass hier zum einen die Kohle- und Stahlerzeugende Industrie und auf der anderen Seite die Kernenergie integriert werden sollten. Warum ist das kein Zufall? Naja, denken Sie dann, das ist nach dem Ersten Weltkrieg, um Gottes Willen, nach dem Zweiten Weltkrieg, kurz mal einen Weltkrieg vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg, das heißt, die Kohle- und Stahlerzeugende Industrie, die sollte warum integriert werden? Was sollte das bringen? Ich gebe mal jemand anderen die Chance, ja? Friedenssicherung. Warum ist es friedenssichernd, wenn wir die Kohle- und Stahlerzeugende Industrie integrieren? Ja. Mhm. Ganz genau. Ne? Also der Vorschlag des Kommilitonen ist genau richtig. Also wenn man die Wirtschaften stärker miteinander verbindet, wenn man die Verflechtungen dichter macht, dann reduziert es den Anreiz, dass man Kriege führt gegeneinander, ne? Weil man dann mehr zu verlieren hat, logischerweise. Der andere Vorteil, ich glaube, ich habe das in irgendeiner Vorlesung auch mal kurz erwähnt, war einer, den hat Adenauer gemacht, der sagte, naja, wenn wir die Kohle- und Stahlerzeugende Industrie integrieren auf europäischer Ebene, dann gibt uns das allen eine Möglichkeit, uns gegenseitig zu beobachten. Ja? Also die französische Seite hat keine Angst mehr davor, dass die deutsche Seite plötzlich wieder Panzer produziert, weil die französische Seite sieht, was die Kohle- und Stahlerzeugende Industrie macht. Ja? Das heißt, da schafft man Erwartungssicherheit, ja? Wenn man das auf europäischer Ebene integriert. Okay, das heißt also, die Idee war, zuerst einzelne Abschnitte der Wirtschaft zu integrieren und dann darauf aufbauend wurden in weiteren Verträgen immer weitere Bereiche integriert. Ja? Hier mit dem Fusionsvertrag 1965 haben sich dann diese Euratom, EGKS und EWG in eine Institution zusammengeschlossen, die dann später zur EG wurde und dann später noch zur EU. Also die EU hat eine lange Geschichte hinter sich, aber sie ging von spezieller Integration zu allgemeiner Integration. Und hier habe ich das Ganze noch ein bisschen ausgeschrieben. Was Sie sich merken sollten hier ist, die EU wird normalerweise so vorgestellt, dass man sagt, die EU hat mehrere Säulen. Und zwar Säulen der Kompetenzen. Also geht es jetzt nicht um Säulen so sehr im Sinne von Parlament, Rat, Kommission, sondern Säulen im Sinne von, was darf die EU denn? Welche Kompetenzen lagern wir aus als Staaten an die EU? Schön kann man das immer an so einem Schaubild zeigen. Das sehen Sie normalerweise auch in allen möglichen Lehrbüchern. Nämlich die Europäische Union als so ein, also ist leider ein Tempelchen mit etwas fetten Säulen, aber ich konnte die Säulen nicht kleiner machen. Also die EU hat normalerweise, das wird in drei verschiedene Säulen eingeteilt, wo die Kompetenzen der EU liegen. Und in manchen dieser Säulen hat die EU sehr viel Kompetenzen und in anderen sehr wenig. Sehr viele Kompetenzen hat sie hier in der ersten Säule, ja? Und zwar vor allem Wirtschafts- und Währungsunion und Handelspolitik, ne? Und Abbau von Zöllen, also Zollunion hier. Das heißt also, in der ersten Säule, die an die EU übertragen wurde, liebe EU, sorg mal bitte dafür, dass die Wirtschaften der europäischen Länder enger zusammenwachsen. Da darf die EU eine ganze Menge, gibt auch eine Menge Geld aus. In der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz, die sogenannte dritte Säule, auch da darf sie einiges. Aber da sind die Staaten schon deutlich vorsichtiger damit, dass sie da Kompetenzen an die europäische Ebene abgeben, weil hier geht es um die Sicherheit der Bürger. Ja? Entgegen der Darstellung in manchen Actionfilmen ist Europol nicht so eine Organisation, wo sie irgendwie mit ihrer Europol-Badge wedeln können und sie dürfen überall in die EU in alle möglichen Polizeireviere reinlatschen. Ja? Sondern Europol, das sind vor allem Leute, die hinter Computern sitzen und die schönartig Informationen sammeln, die von den nationalen Polizeibehörden weitergeleitet werden. Das heißt, Europol ist vor allem eine Koordinierungsstelle. Ne? Das sind nicht die europäischen Supercops. Wir haben so das europäische FBI, haben wir noch nicht. Ja? Das heißt also, hier in der dritten Säule, da machen Staaten schon deutlich weniger Konzessionen an die EU. Und noch weniger, noch länger hat es gedauert, bis sich Staaten hier in der zweiten Säule mal dazu breitschlagen haben lassen, an die EU-Kompetenzen abzutreten. Wie Sie alle wissen, wir haben keine EU-Armee. Ne? Das heißt, wir haben, naja gut, okay, stimmt nicht ganz so, wir haben irgendwie so ein gemeinsames deutsch-holländisches Panzerbataillon, das da irgendwo an der Küste steht. Und wir haben irgendwie so ein deutsch-französisches Bataillon, die sitzen da bei Straßburg und trainieren manchmal gemeinsam. Aber wir haben auf europäischer Ebene eben keine eigenen Streitkräfte.
Und wir haben auch sonst im Bereich der Sicherheitspolitik, wird da relativ wenig abgegeben von den Staaten an die EU. Das merken Sie plastisch immer dann, wenn es in der Welt knirscht und kracht und manche EU-Staaten etwas machen wollen, dem andere EU-Staaten nicht zustimmen. Dann sehen Sie auf der internationalen Ebene Verstimmungen zwischen EU-Staaten über die Außen- und Sicherheitspolitik. Das heißt also, die Europäische Union ist hier sehr stark integriert, hier deutlich weniger und hier noch weniger. Ja? Das heißt, nur die Tatsache, dass die EU Kompetenzen überhaupt hat in bestimmten Bereichen, heißt noch nicht, dass sie gleiche Kompetenzen hat in all diesen Bereichen, sondern die Integration ist sehr stark unterschiedlich über die Bereiche hinweg. Jetzt müssen wir uns überlegen, ne, nachdem wir jetzt mal gesehen haben, wie kann Integration so aussehen, am Beispiel die EU und einigen anderen Regionalorganisationen, müssen wir uns ja fragen, normalerweise hören wir da zwei verschiedene Thesen über das Fortschreiten von Integration. Also warum integriert sich die EU immer mehr? Warum sind wir nicht zufrieden mit dem, was wir irgendwie 1993 mal erreicht haben? Ja? Warum integriert sich die EU immer mehr? Und dazu gibt es einmal die supranationale Integrationstheorie und einmal die intergouvernementale Integrationstheorie. Und Sie erkennen die Worte natürlich wieder, ne? Von vor ein paar Folien. Beim einen geht es also um supranationale Kompetenzen. Da wird also die Hypothese aufgestellt, naja, also Integration ist eine Art Selbstläufer. Wenn man Integration einmal anstupst, dann läuft das von alleine weiter und sorgt zu immer mehr Integration. Die schöne Metapher, die man auf EU-Ebene immer macht, ist das Fahrrad. Das Fahrrad ist nur so lange stabil, wie es sich bewegt. Und das ist eine schöne Metapher, denn die EU ist nur so lange stabil, wie sie sich immer weiter integriert. Sobald man auf dem Fahrrad stehen bleibt, geht alles zu Bruch. Ja? Das heißt also, die supranationale Integrationstheorie sagt hier, Integration kann sich verselbstständigen. Ja? Also die EU integriert sich immer weiter, einfach weil das ein eigendynamischer Prozess ist. Auf der anderen Seite haben wir die intergouvernementale Integrationstheorie, die sagt, naja, wir glauben auch, dass die EU sich immer weiter integriert, aber das liegt halt daran, dass die Regierungen immer wieder der Integration hier einen ordentlichen Tritt geben und sie voranschicken. Ja? Also sehen hier ein bisschen die unterschiedlichen Wahrnehmungen der EU. Ne? Das eine ist eine Wahrnehmung, die sieht die EU als einen Selbstläufer. Das geht einfach weiter, weil es halt weitergeht. Das andere sieht die EU als einen sehr viel gewollteren Prozess. Ja? Also als einen Prozess, der von den Regierungen bewusst zum Fortschritt gebracht wird. In der einen Version sind es dann nämlich auch eben die EU-Institutionen, die diese Selbstläuferrolle wahrnehmen, ne, und die dafür sorgen, dass sich die EU immer weiter integriert. In der anderen Version sind es die nationalen Regierungen, die weiterhin die Kontrolle darüber haben, wie weit der Prozess gehen soll. Und wir streiten uns in der Literatur da sehr eifrig und sind noch zu keinem so einen richtigen Schluss gekommen, was das angeht. Also die Diskussion ist immer noch am Laufen, warum, ob sich jetzt Integration verselbstständigt hat oder ob die bewusst angeschoben wird. So, und jetzt will ich Ihnen auf den letzten paar Folien will ich Ihnen nochmal zeigen, wie jetzt unterschiedliche theoretische Perspektiven, was die für eine Erklärung dafür haben, warum sich die EU zunehmend integriert. Also wir kennen jetzt die beiden Perspektiven, Selbstläufer oder bewusst von den Regierungen angeschoben. Und glücklicherweise entspricht das auch genau zweier theoretischer Perspektiven, die wir vorher auch schon mal kennengelernt haben. Wir haben einmal hier den Institutionalismus, ne, Sie wissen noch, der sich mit Spieltheorie befasst, der sich damit auseinandersetzt, unter welchen Bedingungen interagieren Akteure und unter welchen Bedingungen schaffen es Akteure zu kooperieren und um diese Kooperation auch kooperative Strukturen aufzubauen. Ne. Wir haben hier einmal die sogenannte funktionalistische Theorie von Mitrani. Die heißt deswegen Funktionalismus, weil sie im Grunde, wenn man sie ganz schlicht zusammenfassen kann, als, und jetzt hätte ich mir den Satz überlegen sollen, bevor ich ihn angefangen habe, also man kann die funktionalistische Theorie zusammenfassen, indem man sagt, naja, die EU ist so, wie sie ist, weil sie eine bestimmte Funktion hat. Ja? Das ist also eine etwas apolitische Sichtweise auf die EU. Was denkt sich Mitrani hier? Mitrani hat sich den EU-Integrationsprozess angeguckt und hat also gesehen, naja, also die EU wird vor allem dann benutzt, wenn Staaten irgendwie Probleme sehen und sie wollen dafür eine supranationale Lösung finden. Ne? Das heißt also, das Ziel der EU ist immer erstmal Problemlösung. Da gibt es irgendwie unterschiedliche Verbraucherstandards oder Hilfe, wir dürfen unser Bier nicht in Deutschland verkaufen. Ja? Es gibt also irgendein Problem und die EU soll dafür eine Lösung erarbeiten.
Das bedeutet normalerweise, dass die EU, was die EU dann macht, ne, immer wenn man nicht mehr weiter weiß, dann macht man einen Arbeitskreis. Ja? Also die EU, wenn sie ein Problem hat, das sie bewältigen soll, dann beruft sie normalerweise technische Experten ein. Ja? Also Sie wissen ja auch, ne, in der Kommission, wir hatten es ja gerade, in der Kommission sitzen technische Experten, die sich dann diese Probleme angucken, Lösungsmöglichkeiten erarbeiten, die vorstellen und dann wählen Staaten die aus, die den Ansatz, der die beste Chance hat, das Problem zu lösen. Das heißt, es ist alles ein sehr, sehr rationaler, technischer, technokratischer Prozess, den er da sieht. Ja? Weil die Experten eben Experten sind und nicht Politiker. Die EU ist kein Gremium, wo die nationalen Staaten, die spielen sowas nicht ins Parlament, die sagen also nicht dem EU-Parlament, so jetzt macht man bitte eine Lösung für Verbraucherschutz, sondern sowas geben die an die Kommission. Ja? Und da sagt Mitranin jetzt, naja, das ist einer der Triebmotoren für weitere Integration. Ja? Weil die technische Zusammenarbeit von Experten kooperationsfördernd ist. Ja? Er schlägt interessanterweise etwas vor, das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Man hört oft viele schlaue Leute über die EU diskutieren, die dann sagen, naja, es wäre doch so schön, wenn bei der EU alles von Experten entschieden würde. Und wenn man so das Populistische populistisch-politische einfach wegnimmt aus der EU, ne, dann würde vielleicht alles deutlich besser funktionieren. Hört man auf der nationalen Ebene auch. Ne? Dem würde Mitrani zustimmen. Der würde jetzt sagen, naja klar, die Integration ist erfolgreich, Kooperation ist erfolgreich, weil es die EU geschafft hat, in der Problemlösung vor allem technische Expertise zu verankern und nicht politische Überlegungen. Jetzt haben Sie eine Frage. Ja, da kann ich Ihnen jetzt schon zustimmen. Ne? Experten ja nicht immer aus der Wissenschaft kommen, sondern sehr oft aus der Wirtschaft. Ja. Und dass dann so quasi eher Wirtschaftsinteressen durch die Experten vertreten werden als Staaten oder Wissenschaft. Völlig richtig. Ne? Also Sie sagen jetzt, na, aber Achtung, Gefahr. Ne? Experten können zwar auch aus der Wissenschaft kommen, aber oft auch aus der Wirtschaft, ne? Und sind dann wirtschaftliche Interessen nicht überrepräsentiert im Entscheidungsprozess. Ja, kann total sein. Ist eine Gefahr, ne? Und auch das ist ja ein Argument, was wir schon öfter gehört haben bei der EU, ne? Dass die EU vielleicht ein bisschen enthusiastischer ist, wenn es um die Wirtschaftsförderung geht, als zum Beispiel, sagen wir mal, um die Förderung von Menschenrechten oder um den Schutz von Grundrechten in Mitgliedstaaten oder sowas. Ne? Also völlig richtig, ne? Das ist eine Gefahr dieses Prozesses. Ne? Aber Mitrani sagt eben ganz klar, naja, die EU integriert sich immer mehr, weil regionale Integration einfach die Antwort ist auf die Nachfrage nach Problemlösungen. Staaten erkennen dann ein Problem und die rationale Lösung ist, lassen wir es die RO machen, die haben da die Experten, die erarbeiten uns irgendeinen Vorschlag, geben den an uns zurück und wir wählen dann was aus. Hier gehe ich nach Haas. Ne? Haas ist verbunden mit der funktionalistischen Theorie, aber ich will nur hier auf einen Punkt eingehen, den Haas macht, der da ganz spannend ist und der direkt zusammenhängt mit dieser technischen Expertise. Was Haas nämlich sagt, ist, ja, das stimmt schon alles mit diesen Experten und aber der Effekt, den diese Expertise hat, sagt er, ist ein sogenannter Spillover-Effekt. Was ist ein Spillover-Effekt? Spillover bedeutet, wenn Sie einmal in einem Aspekt kooperiert haben, dann steigert das die Chance, dass Sie auch in anderen Aspekten kooperieren. Also wenn Sie zum Beispiel über den Binnenmarkt nachdenken, dann können Sie über den Binnenmarkt, wenn Sie den Binnenmarkt stärker öffnen wollen, dann können Sie das nicht machen, ohne auch über Landwirtschaft nachzudenken oder auch über Verbraucherschutz nachzudenken. Ja? Also Kooperation in manchen Sachbereichen impliziert, dass Sie auch über Kooperation in anderen Sachbereichen nachdenken. Ne? Also Sie können nicht Landwirtschaft auf der EU-Ebene verriegeln und den Verbraucherschutz komplett herauslassen. Die beiden Sachen haben miteinander zu tun, die sind verbunden. Das heißt, die Kooperation in dem einen Feld kann überschwappen, das ist der Spillover, auf Kooperation in anderen Feldern. Und das treibt Integration an. Also die Tatsache, dass wir irgendwann mit Kohle und Stahl angefangen haben und dann aber gemerkt haben, naja, also wenn wir jetzt schon Kohle und Stahl machen, müssen wir wahrscheinlich auch andere Schwerindustrien machen und dann müssen wir wahrscheinlich auch über die Energieerzeugung nachdenken für diese Schwerindustrie, also Kernenergie. Und dann müssen wir, na, und weitere Felder kamen da dazu, weil man schon in einem Feld kooperiert hat. Spillover-Effekte heißen also, ne, Integration geht deswegen vorwärts, weil man in einem Feld integriert und das impliziert dann automatisch, dass man in anderen Feldern auch integrieren muss, weil die beiden Felder nicht voneinander zu trennen sind.
Das ist das Gleiche eigentlich in ein paar anderen Worten ausgedrückt. Das heißt, die kommen von einer Nachfrage nach europäischen Regeln zur Schaffung dieser Regeln auf europäischer Ebene und zur Institutionalisierung dieser Regeln auf europäischer Ebene. Weil ich nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit habe, lasse ich es nur kurz aufliegen, weil ich Ihnen die andere Theorie auch noch zeigen will. Ja, also hier im Funktionalismus bzw. im Institutionalismus, das ist eine, die übliche Sicht auf die EU ist, ne, es ist eine Institution, die wird zur Problemlösung geschaffen. Und weil es immer mehr Probleme gibt, die bewältigt werden müssen und weil man merkt, dass Probleme zusammenhängen, muss man sich auch immer weiter integrieren und die EU dann immer mehr Kompetenzen geben, weil man halt das eine nicht mehr haben kann, ohne das andere zu haben. Ja? Gut, jetzt nochmal eine andere Variante, und das ist schon die drittletzte Folie oder so. Eine andere Variante ist der analytische Liberalismus. Und wir wissen ja alle noch, Liberalismus, ne, was ist die eine große Idee des Liberalismus? Haben Sie einen Vorschlag? Darauf steht es nicht. Ha. Hat jemand einen Vorschlag? Was ist die eine große Idee des Liberalismus? Ja? Sehr richtig. Staaten sind keine Blackboxen, sondern die innerstaatlichen Prozesse sind wichtig. Das ist übrigens, da hätten jetzt eigentlich 200 Arme nach oben gehen können. Gut. Liberalismus ist ja eine Theorie, die in der Klausur auch drankommen kann. Ne? Also Liberalismus, die Idee ist, ne, wir müssen in die Staaten reinschauen, um zu verstehen, warum die eine bestimmte Politik nach außen tragen. Ja? Und Moravcik, den habe ich Ihnen ja beim Liberalismus damals in der Vorlesung schon vorgestellt als einen der Hauptvertreter dieser Theorieströmung. Ne, der hat natürlich auch was zur EU gesagt. Moravcik hat irgendwie x Bücher über die EU geschrieben, die alle mittlerweile Standardwerke sind. Und seine Perspektive ist natürlich, weil er von dieser innerstaatlichen Perspektive kommt, also weil er sagt, um internationale Politik zu verstehen, müssen wir immer auf der innerstaatlichen Ebene anfangen, pocht er ganz stark drauf, auf diese intergouvernementale Perspektive. Also dass da Regierungen, dass Integration deswegen passiert, weil Regierungen von innerhalb ihrer Staaten Impulse bekommen, dass innerstaatliche Akteure mehr Integration wollen. Ja? Also sprich, hier ist der Integrationsprozess kein Selbstläufer, weil man halt Experten hat und dann lässt man die Experten immer mehr machen, sondern hier ist ein Integrationsprozess passiert deswegen, weil sich alle Staaten da bewusst dafür entscheiden, weil innerstaatlich in ihnen es Anreize gibt, die Integration zu betreiben. Ja? Also die durchsetzungsfähigsten Akteure innerstaatlich sind es auch, die Staaten dazu bringen, überstaatlich mehr Integration zu vertreten. Die Wirtschaftsvertreter, ne, haben wir, jetzt ist der Kollege leider schon, nein, er sitzt noch da. Hier die überstaatlichen, die Wirtschaftsvertreter, ne, die sind, haben wir ja schon in der Vorlesung zum Liberalismus auch gesagt, oft innerstaatlich sehr durchsetzungsfähig. Und da die das sind, bedeutet das, erklärt uns das auch, warum die Staaten auf EU-Ebene ebenso stark für Wirtschaftsliberalisierung und Integration sind. Ne? Weil das die durchsetzungsfähigsten Akteure sind in sich. Und er macht das in einer schönen Studie sehr, sehr schön systematisch. Ich glaube, die Studie, auf der das basiert, ist auch in den Literaturhinweisen angegeben. Da können Sie nochmal reingucken, wie so eine liberale Analyse funktioniert. Also eine liberale Analyse dessen, warum Staaten für mehr Integration sind. Und was er eben sagt, ist, ne, er unterscheidet ganz klar diese drei Analyseebenen. Wir haben in der Spalte nationale Präferenzbildung, ne, das ist die innerstaatliche Analyseebene. Da fragt er also, naja, woher kommen denn überhaupt staatliche Präferenzen? Wir finden raus, was sind die national durchsetzungsfähigsten Akteure und die determinieren auch, was die Staaten wollen. Und wir wissen, in den meisten EU-Staaten sind Wirtschaftsakteure zum Beispiel sehr durchsetzungsfähig und die sind auch für weitere wirtschaftliche Integration. Dann geht er weiter hoch auf die zwischenstaatliche Ebene. Ne? Was passiert jetzt, wenn hier Staaten miteinander interagieren und sich Gedanken darüber machen, brauchen wir mehr Integration oder nicht? Ne? Und dann muss man versuchen zu erklären, was sind denn jetzt die Ergebnisse dieser zwischenstaatlichen Aushandlungsprozesse? Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir also herausgefunden haben, okay, das will Staat X und das will Staat Y, und wir dann auch herausgefunden haben, welcher dieser Staaten kann sich in den Verhandlungen, in den zwischenstaatlichen Verhandlungen durchsetzen, dann können wir fragen, naja, was impliziert das jetzt für eine institutionelle Wahl? Also wenn wir wissen, innerstaatlich, die wollen mehr Integration, zwischenstaatlich einigen sich die Staaten auch auf mehr Integration, dann ist immer noch die Frage, naja, was ist denn jetzt was resultiert hieraus an einer institutionellen Struktur?
Wie gesagt, das ist alles in etwas größerer Ausführlichkeit in einem Text. Da können Sie vielleicht nochmal reingucken, weil es eine schön gemachte liberalistische Analyse ist von Integration, mehr Integration, ja oder nein. Und jetzt wollte ich Ihnen zum Abschluss nur noch eine kurze Idee geben, weil ich ja immer während der Vorlesung relativ wenig erzählt habe von uns hier aus Göttingen. Nur damit Sie nochmal das war eine sehr informationsdichte Vorlesung, logischerweise. Und ich habe nicht die große Institutionenkunde EU jetzt gemacht. Aber warum wir Regionalorganisationen für so wichtig halten, liegt zum Teil darin begründet, was wir hier so forschen. Unser größtes Forschungsprojekt hier am Lehrstuhl, Jetschke, ist das Comparative Regional Organizations Project, ne, mit schönem Logo hier, das Ziel hat, alle Regionalorganisationen der Welt zu sammeln, deren Verträge zu sammeln und von Hand zu kodieren. Ich habe schon oh Gott gehört, das haben sich Ihre Kommilitonen auch gedacht, die wir als Hiwis angeheuert haben, um das zu tun. Also die Idee ist, ne, Regionalorganisationen sind sich systematisch ähnlich oder unähnlich. Die Afrikanische Union zum Beispiel, die baut seit 15 Jahren die EU nach. Die kreieren ständig irgendwelche Organe, die heißen genauso wie die EU-Organe und sehen auch genauso aus. Und wir fragen uns halt, warum? Ne? Warum machen die nicht ihre eigenen Organe? Warum haben die nicht eine völlig andere Struktur, die vielleicht der Region mehr angemessen ist oder ihren Mitgliedern? Das heißt, wir beobachten hier Ähnlichkeiten zwischen ROs und wir fragen uns, warum? Woher kommen die? Und zu diesem Behufe haben wir uns also hingesetzt und eine ganze Menge, 270 Gründungs- und Änderungsverträge haben wir analysiert. Und in jeden einzelnen dieser 270 Verträge haben wir 377 Fragen gestellt, die sich darauf beziehen, ne, was darf diese Organisation, was für Organe hat sie, wie lange hat sie existiert, hat sie Kompetenzen im Bereich Sicherheit oder Wirtschaft oder sonstigen Dingen. Ne? Wenn Sie mal lustig sind, können Sie uns ja mal googeln, Comparative Regional Organizations Project. Da gibt es einige Papiere online, bei denen Sie mal reinlesen können, wenn Sie mehr interessiert. Jetzt ganz kurz noch, halt, und jetzt geben Sie mir noch eine Minute. Also als Zusammenfassung, ne, ROs haben also stark an Bedeutung gewonnen in der internationalen Politik. In Europa ist die EU natürlich maßgeblich verantwortlich für viele der Politikprozesse, die wir mittlerweile sehen. Aber ROs spielen auch in der internationalen Politik eine wichtige Rolle. Auf die ganzen Aspekte mit Interventionen durch ROs konnte ich jetzt heute gar nicht eingehen, weil dafür nicht der Platz war. Aber die EU oder ECOWAS ist beileibe nicht die einzige Organisation, die also auch friedenssichernd eingreift. Und dann als allerletztes wollte ich Ihnen jetzt noch sagen, ne, Sie wissen das ja vielleicht, aber ich verlasse ja leider im Juli die Uni Göttingen. Oh ja, ich weiß. Ist also meine letzte Vorlesung hier, weil ich dann an die University of Edinburgh wechsle. Das heißt auch, das war jetzt meine letzte Vorlesung hier leider. Das heißt, Sie waren mein letztes Vorlesungspublikum. Wenn Sie trotzdem, danke. Mein Ego, Achtung. Wenn Sie noch nicht ganz genug haben von IB, dann würde ich Sie einladen. Im Sommer veranstalte ich ein Seminar, das heißt Fälle der IB von der Arktis in den Weltraum, bei dem wir uns in einem Kompaktseminar Gedanken darüber machen, wie denn IB, wie denn Kooperation so funktioniert in unterschiedlichen ganz spaßigen Sachgebieten wie der Arktis oder Sport oder dem Weltraum. Danke jedenfalls für Ihr Interesse. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Ich hoffe, dass wir uns am Freitag vielleicht zur Fragestunde sehen. Wenn nicht, wünsche ich Ihnen viel Erfolg in der Klausur. Hier sind als Bonus meine Hündchen. Viel Spaß, viel Erfolg. Ja, Kinderbilder kann ich halt nicht zeigen, so wie Simon Fink. Also müssen Sie mit Hündchen vorlieb nehmen. Vielen Dank, auf Wiedersehen, viel Erfolg.